Endlich ist es wieder soweit. Die neue Saison am Theater Meckenhofen steht wieder in den Startlöchern. Im Mittelpunkt des kulturellen Veranstaltungsreigens steht heuer das Stück Der zerbrochene Krug. Normalerweise hat man Theaterstickel und sucht dazu ein Bühnenbild aus. Da am Kircheckerhof, wie er so schön heißt als Hausname, hat man ein Bühnenbild und sucht dazu das Theaterstück aus. Und der zerbrochene Krug passt ideal rein. Wir haben natürlich Gott sei Dank auch wieder die Produktion vom letzten Jahr, Indien am Schluss als Wiederaufnahme, wo der Peter Scholz und ich wieder spielen. Und der Peter übrigens spielt beim zerbrochenen Krug auch mit, sowie die Miriam Fussenegger, Linzerin, die Julia Czentschik, die man kennt aus Soko Kitzbühel. Von der Soko Kitzbühel-Kommissarin zur Gerichtsrätin quasi. Ich bin ja sozusagen die oberste Instanz, dem Richter übergeordnet. Ich verkörpere die Macht und es gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ja, es ist eine Rolle, die eigentlich für einen Mann geschrieben, damals natürlich, ja, gab es keine weiblichen Gerichtsräte und unsere Regisseurin hat das eben umgedreht und mit einer Frau besetzt und die Idee hat mir sehr gut gefallen. Und ja, es macht natürlich schon einen Spaß, da sozusagen wortführend zu sein und die Macht zu haben. Und weil es sich bei diesem Stück um eine Eigenproduktion handelt, darf schon ein bisschen an die Region angepasst sein. Es ist ja eigentlich vom Heinrich von Kleist, aber der H.C. Artmann hat vor 25 Jahren schon eine Fassung geschrieben, wo er es mehr ins Österreichische geholt hat. Und wir haben es dann natürlich noch ein bisschen mehr ins Landl geholt. Und ich habe halt auch ein bisschen Lokalkolorit eingebaut. Also es kommt Christkirchen vor, Lambach, Wöls, die Örtlichkeiten aus der Gegend. Genau, das ist, finde ich, das gibt dem Ganzen noch so einen kleinen besonderen Touch. Also es werden einige Namen auch genannt und so die eine oder andere Schauspielerin redet ein bisschen mehr oberösterreichisch. Also das hängt irgendwie auch so vom Status ab. Also da gibt es schon einiges, wo man sagt, wir sind da mittendrin. Ohne Indien geht es auch irgendwie nicht, gell? Nein, das hat so viel Freude gemacht, dieses Stück letztes Jahr. Und ich glaube, es ist auch wirklich gut gelungen, ohne da mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen. Das hat der Gampe und der Fritz wirklich toll gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen es wieder aufnehmen. Und dann ist das Doppelpack daraus geworden. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt wieder so nochmal so eine etwas skurrile Figur spielen darf. Ja, da freut sich der Peter Scholz, wieder am idyllischen Theater Meckenhofen aufzutreten. Regisseurin Christine Wipplinger ist die Gegend übrigens nicht fremd. Ihre Großmutter stammt aus der Region und so ist der geborenen Salzburgerin auch das hiesige Theater bekannt. Das ist einfach wirklich traumhaft hier. Also das ist, ist ein Geschenk, so zu arbeiten in der wunderbaren Gegend. Da fühlt man sich einfach irrsinnig wohl. Und das ist natürlich auch für die Probenarbeit ganz was Besonderes. Es könnte nicht idyllischer sein. Es ist wirklich, was man sich so träumt, als steht da, wenn man aufs Land fährt. Also es ist sowas von entzückend, idyllisch, heimelig, ein Traum. Vor allem unsere Proben waren wirklich in einem dunklen und sehr unterkühlten Theaterraum, wo man wirklich nichts von der Uhrzeit, von der Tageszeit mitkriegt und gefroren haben wir auch. Also der Unterschied könnte nicht größer sein jetzt zu dem Platz hier. Vor 2 Jahren waren wir da, glaube ich, so Ende Juni und dann war so eine Gewitterstimmung und da war eben so wie jetzt hinter uns dieses Getreidefeld und so Abendstimmung und es war einfach so, wir haben uns gefühlt wie an einem verzauberten Ort, also fantastisch, ja. Das Rundherum macht natürlich, macht den Theaterabend ganz besonders, ja. Wir haben ein wunderschönes Ambiente mit einem wunderschönen Garten, da wird sie die ein oder anderen Impressionen eingefangen haben. Es ist nett, wenn man dann vorher nur ein Glasl trinkt und dann einfach gemütlich zusammensitzt und auch das Drumherum die Natur genießt und das wundervolle Ambiente. Und genau hier finden bis einschließlich 16. Juli noch viele weitere Highlights statt. Wir spielen unseren Abend die liederlichen Lady Cops am 15. Also 3 Ex-TV-Kommissarinnen machen einen Abend, einen bunten Abend über Mord und Totschlag. Allerdings auf der heiteren Seite. Ich darf heuer da mein Oberösterreich-Premiere machen von meinem neuen Kabarettprogramm, wie mir der Schnabel gewachsen ist und wo ich sehr viel aus meiner Jugend in der Gegend da erzähle. Und dann kommt der Conny Obonia, dann kommt Brodlan, eine super Jazzpartie aus der Steiermark. Wir haben wieder einen Familiennachmittag mit Märchen, Rotkäppchen. Der böse Wolf ist ja eh gerade bei uns angesagt in der Gegend in Österreich. Also wir haben viele Highlights. Nähere Infos zum Programm unter theatermeckenhofen.at.